Moin und herzlich willkommen hier beim Supermarkt-Simulator. Geht ja auch hier draußen dran. Und die Bude ganz einfach mal auf. Die Jungs haben schon alles eingeräumt. Jungs, ne? Also ich habe den Mod da. Ganz einfach, weil sonst wird es nicht passen. Jeder, der die Folge vorher nicht gesehen hat. Zwei Folgen vorher. Wir machen, ging nicht anders. So, Jungs. Da kommen die ersten Kunden. Heißt, ihr könnt euch langsam schon in Bewegung setzen. Ich habe gesehen, sie hat was aus dem Regal genommen. Könnt auffüllen. Und ja, die Kasse ist noch zu, das ist Absicht. Wie es läuft, wenn ich nichts mache. Na, weil noch mal so, wenn ihn mal noch mit ein, bin jetzt geschlossen. Stellt er sich hin, Kasse ist geschlossen, ja, kein Bock. Die alle auch schließen. Habe ich das schon wieder ganz dumme Ideen? Bin schon unterwegs. Einfach mal Geld verdienen, ohne was zu machen. Das Leben eines Supermarktbesitzers? Fragezeichen. Ah, Jungs, kriegt ihr das hin? Viel besser sieht es nicht aus, aber was soll's. Die Sache ist natürlich, wenn das jetzt einigermaßen läuft und nicht so viel Stau ist, können wir uns um anderes kümmern. Entschuldigung. Wenn es doch Stau gibt, können wir immer noch die vierte Kasse, die da hinten steht, nutzen und. Lieber Kunde, macht er das ordentlich? Bitte. Das ist aber auch erfahren. Das hier ist ein neuer Kollege. Aber wenn ich den Preis so sehe, gefällt mir das ja immer noch. Fast 80 Dollar, ja. Anzeige ist zu... Ja, kann auch sein Problem sein, aber nee, ist eher so ein Problem. Irgendwo nicht umgestellt. Was kann ich schön dann machen, wenn so, alles so läuft, ohne dass ich noch an der Kasse stehe. Wie aus? Jungs. Ketchup. Ja gut, war natürlich auch notwendig, aber der Tee. Ja. Brauchen wir das noch nicht. Und das Schöne ist, ich kann jetzt während des Tages reagieren. Wenn meine Schokolade im Lager haben, ist ein bisschen wenig. Also kann ich zumindest reagieren, bevor es dann alle ist. Naja, brauchen wir nicht.
Beziehungsweise hier das Bier ist alle. Also man könnte sagen, ich bin jetzt einfach mal einen Tag lang Chef. Richtig Chef. Ein Rasierwasser heute nicht das Beste. Hätte er jetzt Tee hin? Nein. Muss natürlich die Mayo aufgefüllt werden. Und so sieht man dann auch mal, wenn jemand sagt, nee, ist mir zu teuer. Problem ist, es sagt keiner, das ist aber preiswert. Oh, Bibi fehlt. Das kann man dann halt auch gleich korrigieren. Wenn es denn notwendig wäre. Notwendig wäre. Ganz ehrlich, nehme ich nicht einfach mal Urlaub? Ich kann mich hier hinten in die Ecke setzen und Überwachungskamera spielen. Überwachungskameras kann man auch von dem Malediven oder sonst wo beobachten. Sehe schon mal, was fehlt. Immer die Kartons. Zack. Ich bin Chef, aber ich kann das dann doch nicht sein lassen. Dann springe ich halt mal schnell über die Kasse. Was dann schnell mit auffüllen. Ist ja noch Kunden unterwegs. Und man ist schon wieder, was heißt man? Der Kontostand ist schon wieder bei fast 15.000 am Ende des Tages. Möchte ich mich nicht beschweren. Da kommt noch was hin. So, da ist doch perfekt. Das gemacht habe, was ich am besten kann. Beziehungsweise fast nichts. Mal davon aus, hier fehlt. Ja. Hier. Fehlt. Kann aber auch sein, dass da nichts da ist. Kann aber auch sein, es ist was da, aber es wurde nicht eingeräumt. Nudellänzchen sind aber auch ganz schön knapp. So, sind die Kunden durch? Da jemand? Nein.
schön. Ja, Jungs. Um das mal so zu sagen. Nicht mehr auf die Kiste. Vielen Dank, Jungs, für den Tag. Ich habe gemerkt, ihr könnt das ja auch ganz alleine. Dementsprechend mache ich jetzt erstmal Urlaub auf den Malediven. Nicht in Wirklichkeit. Das heißt, wir beenden die heutige Folge ganz einfach mal relativ schnell. Lass die einräumen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann eine ganze Menge mehr machen. Die wird dann nicht mehr so kurz. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.